Das Thema Fachkräftemangel beschäftigt uns hier im Jungpumpenforum immer wieder in den Gesprächen mit vor allen Dingen den Handwerksbetrieben. Heute haben wir Andreas Frerkes zu Gast vom Gymnasium Steinhagen und wir wollen uns einfach mal darüber unterhalten, wie die beruflichen Perspektiven bei jungen Leuten heute ausschauen. Und Andreas, vielleicht einleitend, stellst du dich einmal kurz selbst persönlich vor. Sehr gerne. Mein Name ist Andreas Frerkes. Ich bin Mathe-, Physik- und Informatiklehrer am Steinhagener Gymnasium. Mache das sehr, sehr gerne seit Beginn der Schule. Wir sind mittlerweile 20 Jahre alt und ich bin im zweiten Jahrgang dazugekommen und durfte insofern auch unser MINT-Netzwerk mit aufbauen, unter anderem auch diese Kooperation mit Jungpumpen Pentair und freue mich jedes Mal, wenn ich hier sein darf. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, du kommst jedes Jahr und ich freue mich jedes Jahr, wenn ihr mit dem neunten Jahrgang, mit dem MINT-Jahrgang kommt. Wir haben da auch eine gute Nachfrage immer wieder. Was macht die Nachfrage in dem Zusammenhang aus? Also warum kommen Leute gerne hier zu uns ins Jungpumpenforum, um sich das hier anzuschauen? Also ich glaube, dass Jungpumpen wirklich einfach einen richtig hervorragenden Ruf in Steinhagen hat. Die Veranstaltung genießt hohe Aufmerksamkeit und hohes Wohlwollen bei uns in der Schule. Das spricht sich natürlich auch unter Schülern einfach weiter, dass eine Veranstaltung gut ist. Und das ist aber auch die Vernetzung von Theorie und Praxismodellen. Der Einblick in die Berufswelt und in die Berufsperspektiven. Und das ist etwas, was die Schülerinnen und Schüler ja sehr gewinnbringend finden. Jetzt ist die Zielsetzung beim Gymnasium eigentlich klar. Die meisten wollen Abitur machen, denke ich mal. Was passiert denn dann meistens? Also wohin führt der Weg für die meisten nach dem Abitur, wenn sie dich verlassen sozusagen? Die Frage ist eigentlich schon ganz interessant in sich. Weil natürlich viele gar nicht unbedingt den Weg bis zum Abitur schaffen. Das heißt, wir reden hier auch über Schüler 9., 10. Jahrgangsstufe, die vielleicht eine neue Perspektive brauchen. Über Schülerinnen und Schüler, die nach der 11. Jahrgangsstufe gehen wollen, demnächst im G9, vielleicht auch nach der 12. Auch wenn das primäre Ziel natürlich Abitur ist, ist es absolut wichtig, über den Werdegang berufliche Perspektiven zu bieten, Facetten zu zeigen der Berufswelt. Und so haben wir auch schon auch eine steigende Zahl von Schülerinnen und Schülern, die ja dann andere Wege gehen, was ich aber gut finde und genau richtig für diese Schülerinnen und Schüler. Ist es denn bei den Abiturienten meist der Weg ins Studium oder auch der Weg in die Ausbildung? Oder ins Handwerk. Auch da ist es so, genau richtig. Also unsere Abiturienten sind mittlerweile auch wirklich interessiert an anderen Bausteinen. Viele gehen ins Studium, klar, und werden da so einen akademischen Weg einschlagen zunächst. Da gibt es vielleicht auch noch den einen oder anderen, der dann vielleicht noch mal eine Abzweigung nimmt. Aber auch nach dem Abitur gehen viele ins duale Studium, in die Ausbildung und sind dort mit ihren Wegen sehr zufrieden. Wie oft geht es denn tatsächlich dann ins Handwerk? Und wenn es nicht ins Handwerk geht, du kriegst sicherlich die Flurgespräche ab und zu mit, was sind Gründe, warum das Handwerk heute zumindest bei vielen Abiturienten dann sicherlich als nicht attraktiv angesehen wird? Ja, leider. Also wenn wir uns da Zahlen anschauen, dann sind die mit Sicherheit noch relativ gering, leider. Und woran kann das liegen? Vielleicht spielen dort auch einfach Dinge eine Rolle, die Fehlvorstellungen, würde ich sie jetzt mal nennen, dass man meint, dass die Verdienstmöglichkeiten nicht so gut sind, dass vielleicht die berufliche Ausrichtung, das, was wirklich dort zu tun ist, nicht richtig bekannt ist. Und umso wichtiger, dass man dort eben die Einblicke in die Praxis gibt, dass man auch Informationen über die Verdienstmöglichkeiten streut, dass man dort wirklich tiefe Einblicke gibt, um diesen Dingen, die ja eben nun mal Fehlvorstellungen sind, ein bisschen entgegenzuwirken. Ich könnte mir vorstellen, in deinen vielen Berufsjahren hast du jetzt sicherlich schon einige Karrieren dann auch nach der Schule, vielleicht aus der Ferne, beobachten können. Gibt es da Beispiele, wo du sagst, da ist jemand ins Handwerk gegangen und der hat eine richtige Karriere gemacht und wahrscheinlich passt das auch mit dem Verdienst? Hast du solche Dinge Absolut. Im Hinterkopf? Du siehst mich ja sofort schmunzeln, weil ich sofort Bilder im Kopf habe von Schülern, die mir auch sehr wichtig waren, weil sie irgendwie lange betreuen durfte. Ich habe da einen Schüler, der auch im Physikleistungskurs war, der danach in Elektrofachbetrieb ist, wirklich vom Gesellen zum Meister bis hin jetzt zur Leitung eines eigenen Fachbetriebes. Das wäre so eine Karriere, die mir sofort einfällt. Auch eine andere Person sofort im Bild, ein junger Mann, der wirklich gute, sehr gute Leistung hatte, der dann gesagt hat, ich möchte jetzt in die
die Praxis, ich möchte ins Handwerk, in eine Schreinerei gegangen ist, dort eine Ausbildung gemacht hat und mittlerweile dort auch, glaube ich, sehr aufgestiegen ist in die Leitung dieses Betriebs und dort auch gute Verdienstmöglichkeiten hat. Hier treffe ich immer wieder Schülerinnen und Schüler wieder, die mich dann auch freudestrahlend anschauen und wo ich merke, dass das für die genau der richtige Weg war und die hier eben aus vielerlei Blickwinkeln sich sehr wohlfühlen. Und dementsprechend habe ich gerade deren Gesichter vor dem Kopf und weiß, dass die da ihren Weg sehr erfolgreich bestritten haben. Also da ist ja schon ein sehr offensiver Appell auch drin, was du jetzt gerade schilderst, sich da mal zu kümmern, vielleicht mal Hintergründe zu erfahren. Jetzt würde mich noch mal interessieren, was ist denn dein Appell an den Unternehmer, an den Handwerksunternehmer? Was müsste der denn tun, damit er eher in die Position kommt, dass er Bewerbungen kriegt und dass er dann eben auch gute, qualifizierte und vor allen Dingen motivierte junge Leute gewinnt? Ja, genau das, was hier passiert. Also muss Vernetzung zwischen Schule und Unternehmen auf allen Ebenen passieren. Auch ein bisschen schülerorientierte Programme, dass man wirklich Theoriemodule, Praxismodule miteinander verzahnt, dass man einen Einblick in die Praxis gibt. Das erwartet, heißt natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler, dass sie sich darum kümmern, dass sie sich damit bemühen, diese Einblicke zu gewinnen. Und das wäre dann eben mein Appell auf Schülerseite. Kümmert euch, macht, geht raus, macht die Praktika, macht Ausbildung, macht Einblicke. Ja, das kann ja auch ruhig mal in den Ferien sein. Ne? Und für unser MINT-EC-Abitur kann man das sogar auch im Schulischen anrechnen lassen. Und ein Appell an die Unternehmen wäre dann eben, bietet das an, Praktika und Einblicke und all diese Bausteine der Berufsorientierung. Und ich glaube, wenn man damit früh genug ansetzt, dann verankert sich da auch was bei den jungen Menschen und dann ist auch der Blickwinkel da, wenn es um die Entscheidung geht. Ja, dieser Schlussappell ist eigentlich kaum noch zu toppen, würde ich sagen. Und damit möchte ich eigentlich hier schon fast abschließen. Danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch, Andreas, und an unsere Zuhörer gerichtet. Unser Gespräch heute soll Auftakt sein für weitere Forum-Talk-Interviews. Wir werden uns im weiteren Verlauf über Entwicklungsmöglichkeiten für junge Leute unterhalten, sprechen da so mit den passenden Menschen hier, mit den passenden Interviewpartnern. Und wir bringen aber auch mal Beispiele, welche Karrieren gemacht wurden hier. Das heißt, wir werden mal zeigen, welche Entwicklungsmöglichkeiten man hat mit einer Ausbildung im Handwerk. Und ich hoffe, wir können Sie für diese weiteren Interviews dann auch begeistern. Dankeschön, Andreas. Vielen Dank.